Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Otthook Mounts und wer hätte es gedacht, die gibt es einmal bei einer Ruhmfraktion, die schimpft sich Tuska von Iskara. Und wenn ihr da eine Ruhmstufe erreicht von insgesamt 25, können wir zwei schicke Mounts uns holen. Einmal den gelben Speer Otthook und einmal den braunen Speer Otthook. Wo befinden wir uns? Wir sind einmal hier im dritten Gebiet, Azubaus Gebirge, und zwar im Lager der Iskara auf den Koordinaten 13, 49. Hier kriegen wir dann, sobald ihr 25 seid, eine Quest. Und mit dieser Quest kriegen wir dann dementsprechend einen Mount for free. Und das andere Mount können wir uns dann kaufen. Also ihr könnt euch auch direkt beide hier kaufen. Oder nehmt halt eins for free, was ja Sinn macht, und das andere kauft ihr euch dann für ein paar Materialien. Bevor wir uns die anschauen, wie kommt ihr am besten auf die Ruhmstufe? Es gibt hier verschiedene Sachen. Alle 3,5 Stunden gibt es da hinten bei dem Topf ein Event. Da müsst ihr ein paar Aufgaben machen. Pro Aufgabe gibt es 25 Ruf, beziehungsweise wenn ihr eine Solo-Aufgabe habt, wo ihr irgendwas von dem Händler besorgen müsst oder was irgendwas aufklauben müsst, kriegt ihr 40 Ruf. Da könnt ihr in einem Event zwischen 300 und 600, 700 Ruf zusammenkriegen, je nachdem, wie viele Aufgaben ihr kriegt. Wenn weniger Spieler sind, kriegt ihr mehr Aufgaben. Bei mehr Spielern kriegt ihr weniger Aufgaben. Dafür könnt ihr nahezu 11k, weil die anderen Leute dann die Aufgaben für euch mitmachen quasi. Genau, das so viel dazu. Dann haben wir verschiedene Angellöcher. Es sind immer zwei ab. Hier ist zum Beispiel gerade bei mir eins und hier oben. Da könnt ihr täglich jeweils eine Quest bzw. zwei Quests erledigen bei den Angellöchern. Da gibt es dann jeweils 150 Ruf für. Dann gibt es die Möglichkeit, ein paar Rares zu legen. Und zwar hier in diesem Bereich, hier in der Brackenfellhöhle, gibt es vier verschiedene Rares. Die könnt ihr täglich umhauen. Alle 10 Minuten spawnt ein Rare. Genau um Punkt, also um 0 quasi um jetzt 21 Uhr, 21 Uhr 10, 21 Uhr 20, 21 Uhr 30 und so weiter, ne? Spawnt immer ein Rare und das sind 4 Stück, die haut ihr um, jeweils 50 Ruf. Dann, was ich vergessen habe, in den Angellöchern könnt ihr so Lunker rausangeln. Die macht ihr oder die kriegt ihr raus, indem ihr 5 von diesen ominösen Muscheln reinschmeißt. Da können dann auch Rares dabei sein. Was ich empfehle, einfach hier Lunker eingeben und dann sind hier Lunkergruppen, da sind Leute, die schmeißen alle möglichen quasi da in die Muscheln rein, dann kriegt ihr die Rares relativ zu schnell zusammen. Das sind 3 Stück. Einer ist eine Hydra, einer ist ein Wassertropfen und einer ist ein Frosch. Jeder bringt 50 Ruf, da kriegt ihr auch Ruf. Dann natürlich Sidequests, Mainquests, Worldquests, ne? Solche Geschichten brauche ich, denke ich, mal keinem erzählen. Und dann gibt es natürlich auch noch Weeklyquests, wo ihr hier dann Ruf auswählen könnt. Ihr müsst ein paar Dungeons laufen oder einen Ruf oder insgesamt, glaube ich, 3000 Ruf zusammenkriegen. Da könnt ihr dann auch nochmal Ruf-Tokens hier für die Iskara auswählen. Alles das bringt Ruf für die Iskara. Zusätzlich gibt es hier oben noch Kisten, die ihr holen könnt, beziehungsweise die sind eigentlich in dem kompletten Gebiet. Hier gibt es Kisten, die seht ihr nicht auf der Map, die könnt ihr aber aufmachen. Das sind so Iskara-Vorräte, da gibt es dann Tokens drin. Die könnt ihr dann hinten bei so einem Dude abgeben in der Höhle und da kriegt ihr dann auch nochmal 15 Ruf pro. Also ihr könnt es auch hardcore grinden. Hier unten an dem Ding gibt es halt 6 Spots, wo ihr dementsprechend die Dinger drin haben könnt. Da farm ich immer, aber die sind auch in der ganzen Zone. Also ihr müsst nicht da farmen. Genau, das waren die Spots. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Mounts an. Und zwar hole ich mir jetzt hier das erste, den gelben, einmal direkt von der Quest. Und den zweiten holen wir jetzt hier. Da haben wir einen Brauner, der kostet halt jetzt Mastodon-Stoßzeine 2, Wasserschlund 2, die könnt ihr mal kaufen. Seht ihr, 7 Gold, 1 Gold, also das ist jetzt nicht sonderlich teuer. Und dann müssten wir beide haben. Übrigens, es gibt dann hier auch noch das Ganze in einer höheren Form mit Rüstung, auch den gelben und den braunen werden wir uns auch gleich noch angucken. Da müsst ihr aber auf der Max-Ruhmstufe sein, 30. Die werde ich euch dann nochmal zeigen, sobald ich soweit bin. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Also Nummer 1 und Nummer 2. Dann schauen wir uns beide mal an. Otthook, da haben wir sie. Also einmal den braunen. Da ist der braune. Oh, die sehen schon süß aus, die Otthooks. Warte mal, machen wir mal einmal Mount Special. Macht einmal Männchen. Ach ja, die sind nett. Und dann tun sie sich noch ein bisschen übers Gesicht fahren. Also sind schon süße Mounts, kann man nichts sagen. Speer-Otthook. Und dann schauen wir uns noch den gelben an. Der ist jetzt irgendwie nicht wirklich gelb, ehrlich. Naja, obwohl so ein bisschen hell. So ein ganz helles Gelb hat er. Ja, macht auch was her. Selbes Mount Special und ja. That's it, was es da an Mounts gibt. Wir können uns jetzt auch nochmal schnell die höhere Version anschauen. Otthook. Dann gibt es dann nämlich noch einmal den braunen Kriegs-Otthook. Der hat dann halt einfach ein bisschen Panzerung, wie ihr seht. Und den gelben Kriegs-Otthook, das ist auch derselbe wie der hier. Und der hat halt auch noch Panzerung. Und dann gibt es noch einen Special-Otthook.
den man sich dann dementsprechend mit den Hälsen kaufen kann, aber den zeige ich euch dann auch, sobald ich den habe. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, könnt ihr mir selbstverständlich gerne das in die Kommentarliste oder Leiste schreiben. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.